Ich habe mal wieder eine Restaurationsarbeit vor mir. Diesmal ein sehr seltener Alien Chessbuster aus Aliens: Die Rückkehr. Aus Japan stammt dieses Teil. Hier seht ihr sogar noch die originale Box mit einem nicht leserlichen Beipackzettel für mich. Das Ganze stammt von Ogawa Studios. Und seitdem ich sammle, habe ich von denen noch keins zum Kauf gesehen. Ja, das Teil hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel und hier oben ist es leider aufgeplatzt und die Schaumstofffüllung kommt raus. Und das gleiche Problem haben wir auch hier vorne am Zahnfleisch. Ja, ich werde jetzt erst einmal versuchen, das mit Heißkleber wieder nach hinten zu fixieren und dann geht's weiter. Also als ersten Schritt fülle ich jetzt hier einen Heißkleber rein, um das Ganze dann so nach hinten wieder zu fixieren, bevor ich dann anfange, eine neue Haut aufzuziehen. Nun gehe ich her und fixiere die überlappenden Stellen hier mit Sekundenkleber, um das zusätzlich noch zu stärken. Denn somit habe ich schon mal die alten Bruchstücke, die das nach hinten ziehen. Und es liegt jetzt nicht nur alleine an dem Schaumstoff, den ich innen mit Heißkleber geklebt habe, dass es hält. Und es ist dann erleichtert, es wieder zusammenzuflicken mit Latex. So, die ersten wenigen Arbeitsschritte sehen schon sehr vielversprechend aus. Ich konnte das komplett schließen. Als nächstes werde ich mir jetzt hier mit Zitronensäure eine kleine Lösung anmischen und werde mit Wattestäbchen das hier reinigen, die Stelle, und gleichzeitig ein bisschen anrauen, damit die neue Schicht Latex besser drauf hält. Nun gehe ich also her und nehme mir diese Zitronensäure und raue mir damit ganz vorsichtig die Stellen an, die ich mit neuer Haut überziehen möchte. Und danach tupfe ich das mit einem Zebertuch ab. So, in der Zwischenzeit bereite ich mir das flüssige Latex vor, mit dem ich jetzt gleich die Haut auftragen werde. Braucht man immer nur geringe Mengen. Und was wichtig ist, ist immer Wasser dabei, um den Pinsel sofort wieder auszuspülen, weil der relativ schnell verklumpt durch das Latex, da er das doch, wenn man es dünn aufträgt, sehr schnell hart wird. So, nun kann es losgehen. Immer schön dünn Schicht für Schicht auftragen
Und wenn irgendwo große Löcher drin sind, kann man Zebrapapier zerknüllen und in das flüssige Latex mit eintauchen. Somit kriegt er dann halt eine Verstärkungsschicht, weil er das dann mit aushärtet. So, hier oben, wo nur der große Riss drinnen ist, verspüre ich jetzt das Verlangen, dass ich das zusätzlich verstärke und nehme eben da Zewa oder Zellstoff, wie ihr es immer nennen wollt, her. Das ist eigentlich fast wie beim Tapezieren. Legt es hier mit drauf und das merkt man sofort, wie sie das schön vollsaugt und verschließt. Und da ich sie ja nachher eh nochmal bemale, ist das überhaupt kein Problem. Und da kann man richtig so Stück für Stück das auftragen. Und das passt ja immer recht schön der ganzen Struktur an, dieses Zewa. Da kann man richtig so ein kleines bisschen modellieren damit. Und das zieht dann eine schöne Falten. Und passt super in die Hautstruktur von dem Chestbuster mit rein. So, das ist jetzt die letzte Schicht fürs Erste, damit es gut aushärten kann. Denn ich möchte es ja nicht riskieren, dass ich dann da irgendwelche komischen, schwabbeligen Stellen zwischendrin bekomme, die nicht richtig aushärten. Also dadurch, dass ich jetzt diesen Oberkörper hier nach hinten geknickt habe, um ihn hier wieder zu fixieren, habe ich jetzt hier eine unschöne Falte bekommen. Das ist aber kein Problem, denn ich nehme mir jetzt einfach so ein Stück Schwamm hier, aus so einem ganzen neutralen Schwammstück, habe ich mir das schon mal rausgerissen und das klebe ich mir jetzt einfach dann mit Heißkleber hier rein und danach werde ich es mit Latex überziehen und eben wieder, so wie jetzt hier inzwischen ausgehärtet, so Zebertücher einfügen und somit kann ich mir das ganz einfach kaschieren und ein bisschen was dran modellieren. Und hier oben sieht man das jetzt schon, also das ist richtig geil worden, diese Oberfläche. Und es funktioniert wirklich super so. Also der Schaumstoff ist in Position geklebt und ich gehe jetzt einfach her und trage mir hier wieder Latex auf. Erstmal eine Schicht ohne Zwischenlage von Zellstoffpapier. Und wenn die ausgehärtet ist, lege ich die zweite Schicht drauf. Das Latex ist ausgehärtet und ich trage jetzt die nächste Schicht auf, die ich dann auch verstärken werde.
So, und somit ist auch das unschöne Loch geschlossen. Das Ganze werde ich jetzt noch einige Male wiederholen und dann kann ich anfangen zum Bemalen. Also die Vorgänge, die ich euch jetzt gerade hier gezeigt habe, werde ich jetzt einige Male wiederholen und dann geht's los ans Bemalen und Airbrushen. Chestburste wieder komplett.